Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddybärenbande. Heute sind wir bei der 23. Folge. Bei der letzten Folge habe ich es ein bisschen falsch gesagt. Die letzte Folge war nämlich die 22. und heute ist der 8.10. Und ja, wir sind bald bei einem Viertel angekommen. Und ja, ich denke mal, dann werde ich ein kleines Fazit machen. Mal sehen, weiß noch nicht. Kommt drauf an. Also, heute ist der Livestream ausgefallen. Aber das ist halt so, weil Robert hat Probleme in der Familie und ich bin total kaputt und werde wahrscheinlich jetzt auch nur ein, zwei Spiele spielen. Aber mal schauen. Also zurzeit ist es echt anstrengend zu arbeiten, ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste es mir besser gehen zurzeit, aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich war ja eine ganze Weile krank und jetzt soll es eigentlich besser gehen, aber irgendwie bin ich total im Arsch, ich weiß nicht warum. Es geht doch schon ein paar Tage so. Vielleicht ist auch, weiß nicht, irgendein Stress oder so, ich weiß nicht. So, wir spielen gegen Random. Kann ich mal fragen, Race, Fragezeichen. Random ist meistens Cheese. Keine Ahnung. Kein Race, sehr schön. Wir haben zu scouten. Da wir nicht wissen, was es ist, machen wir oben zu. Ich hoffe darauf, dass es kein Zwerg ist. Oder ein Terraner wäre auch blöd. Von oben. Aber eigentlich hätte ich unten zumachen sollen. Ja, aber oben sind wir wenigstens safe. So. Da noch kein Scout rüber, also kann alles sein. So, wir spielen unser Standard-Opening. Oh, Protoss. Da sind schon zwei Gates. Mit der Echsen, was macht er denn? Dann bricht er sein Gate ab. Eure Sonden werden angegriffen. Sollte wohl ein All-In werden, oder was? Bisschen komisch. Doppelgas, Standard. Ne, kein Doppelgas. Jetzt haben wir ja fast selbst uns ein Bein gestellt. Das scheint wohl. Ich weiß nicht, was das wird. Vorne dicht machen? Ja, ist schön. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sehr merkwürdig. Ärgert, ne? Da geht nicht drauf ein, ist schade. Ja, okay, eine Echse. Und ist er tot. Wir nehmen nämlich keine Echse. Wir machen gleich ein All-In daraus. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineral. Wo werden wir gebraucht? Können wir vielleicht noch eins spielen? Für den Ruhm. Was wünscht ihr? Ich bin der Wille des Hierarchen. Bajur wird erneut unser sein. Tja, kommst du nicht rein, mein Freund. Wir dienen mit Stolz. Gib uns einen Auftrag. So soll es geschehen. Niemand kann uns aufhalten. In die Schlacht! Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. Hor Salah. Gut, ich habe jetzt zwar das hier zu viel. Forschung abgeschlossen.
Also. Mal schauen, was so geht. Macht schon den Sterblichen, ne? Das ist natürlich schlecht. Die können wir es gerade versaut haben. Zwei Jahre sogar schon. Eigentlich habe ich schon verloren. Können wir nur noch Spaßspielsport machen. Normalerweise haben wir es verloren. Viele Mordel. Was noch kommen könnte, sind die Dies, ja. Hab ich nicht drauf geachtet. Oder noch mehr Mordel. Shit. Ich bin hier in den Schatten. Kaschar de Templari. Ihr habt nicht genügt. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur.
Der Kampf für Rom wird unser sein. Entaro Tassada. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, er wollte aber auch selbst ein All-In draus machen. Kommt wo jetzt? Seid ein Haufen Immortals, ne? Na, da! Teleportation erfolgreich! Ihr benötigt mehr Vespinga. Ah! Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Na! Zu wenig Gas, ey. Mein Leben für Ajur. Ich mich gerade mit den Tees angreifen. Wir können eigentlich mal wieder exen, oder? Forschung abgeschlossen. Oh, jetzt kommt mein Essen gerade fertig. Gerade schwierig. Ich muss mich jetzt beeilen auch noch. Hat halt viele Immortals, ne? Das ist halt das, was mich ein bisschen anfisst, aber wahrscheinlich haben wir schon längst gewonnen. Wir sind das Licht der Kali. Ich hab doch noch mehr Flügel gebaut. Fertig. Erneut diene ich. Unsere Gedanken sind eins. Na los, wir können mal. Gucken wir mal, was rauskommt. Ich. Anan Pogal. Für die Ehre. Meine Aufgabe. GG. Gut, jetzt muss ich mich um mein Essen kümmern. Leider heute nur eine kurze Folge, aber bin auch wie gesagt fertig wie Sau. Heute mal einen Schießspaß, aber egal. Wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal oder morgen. Bis dahin, tschö tschö, euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Multibär. Tschö tschö.